Die Sensoren, die im Handy drin sind. Wir fangen an mit dem Akzelerometer hier zu sehen. Offensichtlich liegt das Handy jetzt gerade ein bisschen schief. Versuchen wir das halbwegs eben hinzulegen. So, ach, ich nehme es in die Hand. Das ist am einfachsten. Ich nehme das Handy mal in die Hand und versuche das eben zu halten und vor allen Dingen auch nicht zu sehr zu wackeln damit. Akzelerometer, Beschleunigungsmesser. Was wir hier jetzt sehen, ist also einmal die Gesamtbeschleunigung in der weißen Kurve, die Vektorlänge hier von dem XYZ und dann eben die einzelnen Komponenten XYZ. Und Sie sehen, unter dem weißen versteckt sich offensichtlich eine blaue Kurve, die für Z, wenn ich ein bisschen wackle, sehen Sie, dass das unter dem weißen die blaue Kurve sich versteckt für das Z. Wir haben offensichtlich jetzt, also wenn ich das Handy hier so halte, Display zeigt nach oben, eben gehalten, wenn ich das Handy so halte, haben wir also offensichtlich eine Z-Komponente von einem G, eine Erdbeschleunigung, und eine X-Komponente und eine X-Komponente und eine Y-Komponente von 0 G. Ein Akzelerometer ist ein Beschleunigungsmesser. Warum habe ich jetzt plötzlich eine Beschleunigung drin? Er sagt mir ja, ich habe eine Beschleunigung von einem G. Obwohl das Ding doch nicht beschleunigt ist, es liegt hier. Es wird also wirklich die Kraft gemessen, nicht die Beschleunigung gemessen, auch wenn der Sensor Akzelerometer heißt, misst man tatsächlich die Kraft und nicht die Beschleunigung. Und auch wenn Sie das Handy jetzt flach halten, wirkt natürlich die Kraft. Das Handy kann nicht unterscheiden, ob es hier auf der Erdoberfläche festgehalten wird oder auf dem Tisch liegt oder ob es in einer Rakete ist im freien Weltall und diese Rakete ist mit 10 Metern pro Quadratsekunde beschleunigt. Das kann ich unterscheiden, das Handy. Es misst die Kraft. Also nicht wundern, dass Sie tatsächlich hier jetzt schon was merken. Ein Messwert in Z, es liegt an der Kraft. Wenn ich das dagegen frei fallen lasse, was ich ungern möchte, war zwar gebraucht, aber ich versuche es mal ein paar Zentimeter frei fallen zu lassen. Was erwarten Sie, wenn ich das frei fallen lasse? Was wird hier mit diesen Kurven passieren? Es fällt so schnell, dass es keine Kraft mehr spürt. Das ist der Witz. Also wenn ich das jetzt hier fallen lasse, die wenigen Zentimeter, falsch, Sie sehen, das ist jetzt der Aufschlag offensichtlich. Ich probiere es nochmal. So muss es aussehen. Das mache ich jetzt so lange, bis es richtig aussieht. So muss es aussehen. Also Sie haben für einen kurzen Augenblick haben Sie keine Kraft, das Ding ist im freien Fall und dann spürt es keine Kraft. Man müsste mal eine weiche Lagerung auf den Fußboden machen und das dann wirklich länger fallen lassen, aber so muss es sein, wie hier. Sie haben für einen kurzen Augenblick keine Kraft. Es ist sozusagen schwerelos. Der freie Fall ist nicht zu unterscheiden von dem freien Weltall. Der Satellit, der im Weltall um die Erde fliegt, ist ja eigentlich auch im freien Fall um die Erde. Das wirkt schwerelos. Also im freien Fall wird es schwerelos und dann haben Sie alle Messwerte auf Null. Das ist eigentlich mal ursprünglich der Einsatz von Akzelerometern gewesen. Man stellt fest, ob das Notebook gerade vom Tisch fällt. Wenn nämlich alle Messwerte auf Null gehen, wissen Sie, freier Fall, jetzt müssten wir die Festplatte vorsichtig mal in eine sichere Position fahren. Aber so kann man es natürlich auch verwenden hier. Gut, und wenn ich es jetzt rauf und runter bewege, sehen Sie, das ist offensichtlich hier dann die blaue Kurve, die anspricht. Wenn ich es nach links und rechts bewege, ist die, wenn ich versuche, es gezielt nach links und rechts zu bewegen, dann ist es offensichtlich die Beschleunigung hier in Y-Richtung. Wenn ich es von mir weg und zu mir hin bewege, das ist dann offensichtlich die X-Richtung. Das ist das Akzelerometer. Sie kriegen Beschleunigungen mit. Eigentlich messen Sie Kräfte, nicht Beschleunigung. Oder das Gerät misst Kräfte und nicht Beschleunigung. Vor allem kann man auf diese Weise auch feststellen, wo es zum Erdmittelpunkt geht. Wenn Sie langsame Bewegungen machen und Sie gucken sich jetzt die XYZ an, bei langsamen Bewegungen, dann können Sie rückrechnen von den XYZ auf die Richtung zum Erdmittelpunkt. Wo geht es zum Erdmittelpunkt? Und also schon ein Anhaltspunkt dann, wie das Handy im Raum liegt, gibt Ihnen zumindest schon eine Idee. Nicht alles, Sie wissen nicht genau, wie es im Raum liegt, aber Sie wissen, wo die Richtung zum Erdmittelpunkt ist. Das wäre so der erste Sensor, den man sich anguckt, das Akzelerometer. Fangen wir vielleicht an, eine Liste zu machen hier. Sensoren im Smartphone, Handy, naja, eigentlich ja dann im Smartphone und genauso im Tablet. Wir haben ein Akzelerometer, typischerweise dreiachsig. Schreibe ich nicht mehr hin, weil es heute Standard ist.
Der nächste aus dem Bunde ist das Gyroskop. Ein Kreisel, natürlich nicht mit 10 cm Durchmesser, sondern winzig auf einer integrierten Schaltung verpackt. Und es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Kreisel, sondern sind mehrere kleine Bausteine, drei kleine Bausteine, die sich links, rechts, rauf, runter, oben, unten bewegen. Oszillierende Bausteine, an denen man dann einfach die Corioliskraft misst. Einfach ist ein großes Wort an der Stelle, an denen man die Corioliskraft messen kann. Es ist nicht wirklich ein Kreisel drin. Das wäre ein bisschen zu schwer in Silizium zu bauen. Es sind kleine vibrierende Elemente, mit denen man das macht. Wir schalten hier um auf Kreiselinstrument, komisch benannt, Kreiselinstrument. So ein Gyroskop kriegt Drehbewegungen mit. Nicht Beschleunigungen, sondern Drehbewegungen mit. Ich halte das Handy jetzt erstmal gerade flach. Bild nach oben, exakt nach oben. Nichts passiert. Achso, ich kann es jetzt auch mal einfach ein bisschen drehen und halte es weiter fest. Da müsste sich alles wieder auf Null einpendeln. Sie sehen hier Winkelgeschwindigkeit Rad pro Sekunde. Das ist wirklich, was da rauskommt. Also ist keine Beschleunigung, sondern eben eine Winkelgeschwindigkeit Rad pro Sekunde, Radiant pro Sekunde. Wie schnell dreht sich das? Wenn Sie es festhalten, das Handy, müsste nach der Drehung dann alles wieder wunderschön auf Null gehen. Jetzt versuche ich es mal mit konstanter Geschwindigkeit zu drehen. Um die Längsachse, wie so ein Zeppelin, um die Längsachse zu mir hin, langsam gedreht. Das scheint also das Grün hier zu sein. Sie sehen auch, dass es schwierig ist, eine konstante Drehgeschwindigkeit einzuhalten. Aber das scheint die grüne Kurve zu sein. Ich drehe es andersrum. Und wir haben Glück, es ist auch wirklich dann andersrum. Zwar fürchterlich zackelig, aber ist auch andersrum. So, wenn ich das Handy quasi auf dem Tisch drehe, um seine eigene Achse, links herum gegen den Uhrzeiger, sehen Sie, das ist die blaue Kurve. Und rechts herum mit dem Uhrzeiger, sehen Sie, das ist weiterhin die blaue Kurve, jetzt andersherum. Und was haben wir noch? Wir können es um die kleine Achse drehen, links herum kippen, scheint die rote Kurve zu sein, und rechts herum kippen. Okay, immer noch die rote Kurve. Das ist, was Ihnen das Gyroskop gibt. Drehgeschwindigkeiten. Und wenn das Handy einfach irgendwie schräg im Raum liegt und sich nicht dreht, ist alles bei Null. Das kriegen Sie aus dem Gyroskop raus. Der nächste im Bunde, jetzt schalte ich hier einfach mal weiter, der nächste im Bunde ist der Magnetfeldmesser. Also Sie haben einen Kompass Nord-Süd, klar, aber eigentlich haben Sie sogar ein Magnetfeldmesser, auch wieder dreiachsig. Also Gyroskop war dreiachsig, Magnetfeldmesser auch dreiachsig. Magnetometer sollte man vielleicht sagen. Ein Magnetometer. Sie sehen im Mikrotesla, wie sich das gehört physikalisch. Also irgendwo in diesem Gerät gibt es einen kleinen Chip, der digital sagt 50 Mikrotesla oder minus 50 Mikrotesla. Das ist jetzt das Erdmagnetfeld sinnvollerweise, das Erdmagnetfeld in XYZ zerlegt mit einem Sensor in diesem Gerät. Wenn Sie dann jetzt das Handy drehen, wird sich offensichtlich da was ändern, weil das Erdmagnetfeld anders liegt. Hiermit kriegen Sie also Die Orientierung. relativ zum Erdmagnetfeld raus. Sie haben das Akzelerometer, mit dem kriegen Sie die Orientierung. relativ zum Erdmittelpunkt hin. Und hier kriegen Die Sie Orientierung. relativ zum, ich habe es nochmal gedreht, zum Erdmagnetfeld raus. Wenn man beide miteinander verriert, kann man offensichtlich schon relativ viel aussagen. Und wenn Sie dann das Gyroskop noch dazu nehmen, können Sie schon sehr viel aussagen. Ich schreibe gleich mal ein bisschen was dazu aus. Also das ist, was Sie hier jetzt magnetfeldmäßig kriegen. Und wenn Sie hier den Surface-Stift nehmen von Microsoft und halten den aufs Handy, kravum, stellen Sie fest, dass da ein Magnet eingebaut ist in den Surface-Stift und das Ganze explodiert. Also vorsichtig, wenn Sie solche Funktionen benutzen. Sie müssen fern von allen Magneten sein. Das Erdmagnetfeld ist ziemlich schwach. Ich halte nochmal den Stift drauf. Zack. Das heißt, wenn Sie solche zum Beispiel Funktionen dann benutzen, das Magnetfeld, um die Orientierung des Handys festzustellen, sollten Sie dafür sorgen, dass jetzt keiner irgend so einen Surface-Stift in der Hand hat oder ähnliche magnetische Geschichten in der Hand hat oder in der Tasche hat. Das wird ein Unsinn werden. Diese drei hier, das ist so ein Trio üblicherweise, die drei Sensoren. Akzelerometer, Gyroskop und Magnetometer. Alle dreiachsig, typischerweise. Die treten gerne zusammen auf und nennen sich dann IMU. Das heißt nicht ich bin du, sondern das heißt Inertial Measurement Unit. Sowas können Sie auch als kleinen Block kaufen. So, keine Ahnung, so ein Kubikzentimeter Block oder vielleicht sogar viel weniger, den Sie dann in Ihren Quadcopter einbauen oder ähnliche Gerätschaften. Inertial Measurement Unit. Was ein bisschen geflunkert ist, welcher von den dreien ist nicht inertial? Was ist kein Inertialsensor?
Eigentlich ist das Magnetometer ein bisschen komisch in dieser Liste. Das ist ja nicht inertial. Das arbeitet nicht mit Trägheit, das arbeitet mit dem Erdmagnetfeld. Die drei verwendet man zum Beispiel, um für Augmented Reality und Virtual Reality Anwendungen herauszufinden, wie das Handy im Raum orientiert ist. Wo halten Sie das hin? In welche Richtung gucken Sie gerade? Man könnte hoffen, bei dem Akzelerometer, man hat die Beschleunigung, man könnte hoffen, dass man bei dem Akzelerometer einmal integriert und kriegt dann die Geschwindigkeit und nochmal integriert und kriegt dann die Position. Das wäre naiv, aber man könnte es hoffen. Sie haben die zweite Ableitung der Position nach der Zeit, dann können Sie doch integrieren, haben die Geschwindigkeit nochmal integrieren, haben die Position und dann hätten Sie plötzlich ein Positionsmesser. Leider funktioniert das nicht. Wenn Sie einmal integrieren, dann wissen Sie nicht, wo ist Ihr Startpunkt. Und sobald Sie ein bisschen daneben sitzen, einen kleinen Offset haben bei der Beschleunigung, kriegen Sie fürchterliche Drift. Das addiert sich, addiert sich, addiert sich. Wenn Ihre Beschleunigung um, keine Ahnung, 0,01 Meter pro Quadratsekunde falsch ist, wird Ihre Geschwindigkeit wegdriften. Und wenn Sie dann nochmal integrieren, Sie haben schon eine wegdriftende Geschwindigkeit und dann integrieren Sie nochmal, Sie wissen nicht, wo der Startpunkt bei Ihrer Position ist. Und jetzt integrieren Sie die wegdriftende Geschwindigkeit nochmal. Ihre Position, nein, nicht ganz so schlimm, Ihre Position wird quadratisch wegdriften. Wird nicht funktionieren. Also mit dem Akzelerometer kann man leider wirklich nur Beschleunigung, Kräfte eigentlich messen, nicht wirklich dann umrechnen auf Geschwindigkeiten und Positionen. Haut leider nicht hin. Gyroskop genauso. Sie haben eine Drehgeschwindigkeit, dann möchten Sie ja hoffen, dass Sie integrieren können und auf eine Drehposition kommen. Funktioniert aus demselben Grunde nicht. Die Werte sind einfach zu ungenau. Wir wissen nicht, was unsere Startwerte sind und so weiter und so weiter. Haut leider nicht hin. Wenn man alle drei miteinander verrührt und gut filtert, dann kann man tatsächlich die Orientierung recht stabil rauskriegen. Ich zeige nochmal gleich Google Cardboard, dann sehen Sie das. Das haut richtig gut hin. Das Handy weiß, in welche Richtung Sie gucken. Das klappt gut, aber es weiß nicht, wo Sie stehen. Dazu braucht man andere Sensoren. Und dann gibt es natürlich weitere Anwendungen. Mit dem Akzelerometer können Sie zum Beispiel Schritte zählen. Wenn jemand das Handy in der Tasche hat, dann merken Sie natürlich beim Akzelerometer, dass jeden Schritt zählen Sie mit und dann wissen Sie, wie viele Schritte jemand gegangen ist. Also es gibt dann Dutzend andere Anwendungen für diese Sensoren. Aber es gibt nicht nur die drei. Schnelldurchgang durch die übrigen Sensoren, die wir hier jetzt auf dem haben. Der Kompass. Klar, wenn Sie das Magnetfeld der Erde messen können, dann können Sie auch einen Kompass bauen. Sie müssen dann eben rausdestillieren, was die Richtung des Magnetfelds auf der Erdoberfläche ist. Das wird hoffentlich funktionieren, dass da ein Kompass dann drin ist. Den gibt es dann nicht ganz geschenkt, aber mehr oder minder geschenkt. GPS ist Ihnen auch klar, dass Sie mit den amerikanischen Satelliten dann herausfinden können, wo Sie sind auf der Erde. Nähenmesser, das ist noch etwas komisch wahrscheinlich. Das Handy wird normalerweise erkennen, ob Sie es am Ohr haben oder nicht. Ich lege mal die Hand in die Nähe, also nicht drauf, das ist nicht Touch, sondern ein anderer Sensor im Handy. Bei diesem Handy ist der Sensor am oberen Ende. Ich lege die Hand oben drauf, dann kriegt er das mit. Ich lese eben nicht auf, ich komme nur nahe ans Handy, das kriegt er mit. Wenn ich das unten mache, kriegt er das nicht mit. Das ist nicht die Touch-Funktion, das ist ein eigener Sensor, der Näherungssensor. Dass er weiß, wenn er im Ohr ist. Ein Druckmesser, das ist ganz raffiniert. Das werden Sie noch nicht gewusst haben. Ein Handy hat ein Barometer drin. Das ist ernst gemeint. Sie sehen jetzt tatsächlich den Luftdruck. 1002, noch was, also knapp 1003 Hektopascal. Das kann man benutzen, um die Höhe zu bestimmen. Insbesondere im Gebäude. Im Gebäude haben Sie Probleme mit dem GPS, keinen Empfang. Aber mit dem Luftdruck können Sie zum Beispiel sagen, ob Sie im ersten Stock sind oder im fünften. Ist eingebaut. Ich glaube, damit habe ich jetzt auch alle hier, die spannend sind bei diesem Handy. Also meine Empfehlung wäre, nehmen Sie sich so eine App, davon gibt es tausend und eine, und gucken Sie sich wirklich mal an, wie ein Akzelerometer insbesondere passiert ist, und ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Spannend ist dann ja, diese Werte auszuwerten. Wie kann ich jetzt zum Beispiel die Zahl der Schritte messen? Wie kann ich vielleicht mit dem Barometer zusammen feststellen, wie viele Treppenstufen jemand rauf oder runter gegangen ist. Das sind dann ja die üblichen Apps, die dann daraus entstehen.